Ja, hallo und herzlich willkommen, Freunde des gepflegten Computerschachs. Nachdem ich erstmal gerade in Horizon Forbidden West gegen einen Endgegner gekämpft habe, in Rambo-Manier die Bude zusammengebrüllt habe, wie so ein. Ja, wie Rambo persönlich. Ich habe noch nicht mal 20 Anläufe gebraucht, beim dritten habe ich das gemacht, geschafft. Das war aber so. Man musste mit dem Bogen so kleine Fisselziele treffen. Und da will Millimeter rechts daneben was, warst du wieder kein Treffer. Millimeter links warst du wieder kein Treffer. Das war das Problem. So, was mal Level 2? Level 2 drin. Level 2 habe ich drin. E4. C5 ist lernisch. Oh, ich mach mal A3. Ich will das Flankengambit spielen, aber ohne dass er in der Theorie ist. Meine Güte, meine Rumbrülle gerade in dem Spiel ist mir nicht bekommen. Ja, ist wie E4, C5, B4. B4 steht Läufer C4, da käme man auch nicht auf die Idee, irgendwas mit E5 zu ziehen. Springer C6. Ja, soll doch so die beste Wahl sein hier. Dann den Bauern nicht weiterzuschlagen. Ich bin beinahe schon heißer geworden. Meine Fresse. Hallo. Ja, man merkt wieder, wie natürlich nach MM2 Ulf Ratzmann-Manier wieder die Taktik an den Haaren herbeiziehen. Wie man es kennt. Interessant, dass er diesen Bauern aber ums Verrecken nicht schlagen will. Also A3. Oh doch, jetzt doch. Ich weiß gar nicht, ob ich der Läufer. Was will ich mit meinem machen? Läufer A3 schlägt. Interessant, dass mich das gar nicht stört. Das sind Figuren. Das sind eigentlich die München-Figuren, die ich hierfür nehme. Das ist nicht so, dass ich jetzt keine Figurensätze dafür hätte. Das könnten jetzt meine Pläne sein. Ich mache mal Turm E1 erstmal. Vielleicht macht er F6. So, er greift erstmal die Dame an, weil er das so spitze kann. Und ich muss mit der Dame ausweichen. Dame D2 sieht als einziger logisch aus. Ja, leck mich doch am Arsch, Alter. Meine Fresse. Das ist beim B+P-Modul das gleiche. Total weird, total strange. Das nennt sich Blitz plus Problemmodul. Es ist eigentlich das gleiche wie das hier. Es ist ja nicht, dass er dann wie Blitzen 2 meinetwegen beim MM4, dass er dann countdown-mäßig abwärts zählt. Der zählt genauso bescheuert die Zeit aufwärts wie er auch. Nennt sich aber Blitz plus Problemmodul. So. Man kann auch einen Springer nehmen auf C4. Okay, dann nehme ich hier. Ich kann ja gar nicht nehmen. Ja gut, ich will Damentausch geben. Ich nehme mal hier. So, was haben wir denn hier? Springer E3, F5. Aber ich sollte nicht meinen, dass er sich so primitiv da mattieren lässt. Das bringt ja nichts. Springer E5. Turm nimmt. G2 nimmt. Turm G5 is not possible.
was. Also mich stört das immer, wenn wie beim MM2, dass die Zeit aufwärts gezählt wird und dann wird auf Zeit reklamiert. Ich finde das immer total weird, muss ich ehrlich sagen. So, jetzt kann ich wieder Dame auch mal wegziehen. Das würde mich sonst eh zu zerstören. Oh, doch ein Schachgebot. Schon sagen, kein Schachgebot. Natürlich Schachgebot. Schach gesehen und Schach gegeben. Ja, ist natürlich sehr, 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 sehr viel Taktik, was ihn quasi ausmacht. Das ist ein bisschen das Problem bei der Sache. Also strategisch wurde ja alles rausgeklammert. So, warum hat er das jetzt nicht gesehen? Warum hat der Turm G7 schlägt Schach nicht gesehen? Ist jetzt pleite. Das sehe ich sofort. Turm G7, König G7, Dame G5, Schach. König E8, Dame F6, Schach, König G8, Turm G5. Komisch, dass er das nicht sieht. Und das ist Damenschach. Er hat ja nur ein Feld. Komisch. Das hat er wohl nicht kommen sehen. Ich dachte, er spielt so taktisch granatenhaft. Aber Turm G7, ich weiß nicht, ob das rausselektiert hat, aber seine Geilheit hier auf den Bauern hier auf F2 zu gehen. Ich hätte meinetwegen, wenn es nicht gewesen wäre, hätte ich auch Turm G2 ziehen können. Zum Beispiel. Ja, und das war's schon. Tschüss, bis zum nächsten Mal.